Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder zurück seid hier auf Münsterland TV. Wir haben auf jeden Fall ein kleines Problem und das ist das Wasser. Also das würde ich gerne mal hinkriegen, dass wir hier wirklich Wasser bekommen, beziehungsweise sich das auffüllt. Na, und von daher schauen wir jetzt mal kurz, ob wir Eisen bekommen irgendwo. Und die hier drin. So. Hier haben wir das. Ne? So. Und. Ne, das nicht. Okay, das ist dann verankern. Okay. Das haben wir, das haben wir. Das können wir mal hier oben hin, das ist glaube ich, genau, aber das ist da gar nicht drin, das Werkzeug, was ich suche. Wo ist der denn? Achso, da. Kommen wir hier hin. Den auch weg. Einmal Eisen besorgen, das war. Wie haben wir denn eigentlich? Ah, okay. Ich hab's jetzt umgekehrt, aber ich kann es auch mit dem Türgriff machen. Wir haben minus 17 Grad. Aber warum? Da werden es, glaube ich, offen. Okay. Können wir hier mal eben rausgehen? Hier haben wir 11 Grad. Wir einmal kurz Wasser holen. Ist da hinten Wasser vielleicht? Sehr gut. Ich will noch einmal Eis holen. Und aber auch Lithium sein ist es auch. Das ist nicht. Dann noch einmal gucken, was das ist. Könnte es sein, oder? Wassereis, lassen wir hier so mal. Bisschen offen. Ja, ich wollte es erst offscreen machen, aber ich will halt auch nicht, dass ihr verpasst, was da passiert. Darum geht es ja bei einem Let's Play, ne? Als erstes werden wir mal eben die Dings machen, die PV-Anlagen. So. Oh, da ist was reingekommen, ne? Mal ganz kurz schauen. 12 Grad, wir haben es 12 Grad, wie viel haben wir es generell hier? Hier ist 15 Grad, na toll. Aber den Anzug öffnen. Die einmal hier rein. Da, das war hier. Ja, also jetzt haben wir 12 Grad. Hier ist es nichts drin. Okay. Grad.
11 Grad. Ist ja 14 Grad, naja. Ich hoffe, dass es sich gleich noch aufwärmt. Ach, es gibt auch diese Heizgeräte. Kriegen wir denn die? Mal gucken. Heizung. Wandheizung. So. Einmal aus. Das ist aus. Einmal Kabel machen. Kabel. Ein Kupfer drin, okay. Warte mal, 2 ab. Einmal hier, Zange. Erstmal gucken, dass wir hier auf Plus kommen. Reinstecken hier. Das da, dann das da. Ach, da wäre es gewesen, Kabel. Das kann man wächst. Das kostet natürlich jetzt richtig Energie, ne? Wir sollten auf jeden Fall sehen, dass wir hier. Wir nehmen mal eben Dings raus, Kohle. Minus 10 Grad haben wir da. Und draußen haben wir es ja wärmer gerade. Das heizt auf hier. Und dann gehen wir nach oben und werden dann schön da oben die Filterung bauen.
Ja, ist schon was drin, aber ist noch nicht warm genug hier. Die Temperatur sehen wir hier. Der Anzug ist durch. Ach, Filter muss man haben. Hier auch unbedingt darauf achten, dass er die CO2-Filter nimmt, ne? Weil ihr wollt ja CO2 aus der Luft raushaben, ne? Ihr atmet. Von daher. Später schreddern, aber ist gerade noch nicht unsere Priorität, ne? Ach, es wird nicht wärmer hier irgendwie, ne? Jetzt hoffe ich, dass wir sicher sind, ne? Ja. Scheint so jetzt. Ich würde gerne mal hier ein bisschen umbauen. Ist ja eh Nacht. Eine Elektronik können wir ja schon fast stehen lassen. Und dann möchte ich den Autosticker auch noch ein Stück vorziehen oder den sogar dahinter. Dann haben wir nicht hier den Platz. Schneider, Winkelschleifer, schön viele graue, Winkelschleifer, wo ist der hin, hat er? Schraubenschlüssel. Gut, dass die rauskommen. Dann können wir den nämlich hier hinten hinsetzen. So, dann nehmen wir Schweißbrenner. Kabelspule. Kunststoffplatten, Schraubendreher und er steht, ne? Zange noch nehmen.
dann haben wir die nämlich hier alle so drin. Das ist schon mal cool. Dann lass uns den nochmal abbauen. Dann nehmen wir den jetzt nämlich hier hin. Hier hin. Okay. Dann haben wir den nämlich hier. Sehr cool. Nehmen wir den hier rein und den hier dann und den dahin. Schön Batterie laden. Ah, da steht sogar, muss zwischen 0 und sein, okay. Das heißt, es ist halt die Frage, wann was endlich. Wie wird das jetzt auf so viel Grad bekommen, ne? Ich würde es jetzt mal versuchen mit. Oh ne. Was da vielleicht auskühlen können. Ist dann weg, ne? Das ist blöd. Mal ganz kurz die Dings noch mal holen. Wir müssen die nicht kaputt, sehr gut. Das wird die auch noch haben. Gehen wir eben noch mal. Oh. Ah.
mal zum Wasser. In der Hoffnung, dass wir vielleicht kommt das auch mit dem Druck dann von alleine. Wir werden jetzt mal versuchen, Druck aufzubauen in der Base. Okay. Können wir denn Liquid irgendwie? Nicht für was es ist. Zum Kühlen, oder? Stahl haben wir bestimmt auch irgendwo drin. Wird nicht weniger, ne? Abgekühlt ist es ja schon. Okay, wir müssen hier noch was auf Heizen, das heißt, das können wir erstmal ausmachen. Hier haben wir es ja auch auf Heizen, ne? Aber können wir noch ein bisschen anmachen. Dann gehen wir mal hier hin und hier hin und machen hier. Höher werden vielleicht klappt es ja dann, wenn hier die Raumtemperatur höher ist. 26,4.
nicht aus. Okay. Packen jetzt das mal weg. Gehen hier noch einmal nach. Und dann ist die Frage, wie wir es am besten bauen. Ja, das machen wir erstmal aus. Können es ja da oben bauen. So, das heißt, wir machen immer an. Okay, wir brauchen einmal einen Passivfilter. Passiv, nee. Passiv. Passiv, Lüfter. Mach nur einmal. Auf jeden Fall den ersten Mal nicht. Okay. Dann brauchen wir einen Waterbottle-Filler, ne? Ein Atmos. Atmosphärischer Bausatz, genau. Rohre brauchen wir auf jeden Fall noch. Und wie das weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.